Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost! Läuft das Band? Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit dem Kulttrainer Peter Neururer. Hallo Markus, grüß dich. Schön, wir laufen uns nur noch über den Weg. Ne, quasi, wir gehören zusammen quasi. Eine WG eigentlich. Quasi da eins. Wir haben eine WG gegründet. Und wir haben jetzt uns darüber unterhalten. Hatte ich mal mit Toni Polster. Wer mal feucht durchwischt. Wie geht's dich? Gut, ich kann nicht klagen. Ruhrgebiet, dich? Weißt du, wie geht dich das? Gut, ne? Wunderbar. Ich bin geimpft. Ja. Man nennt mich auch Antikörper. Fachleute. Ja, das ist ein alter Reporter vom WDR, Antikörper. Genau, Eddie Körper gab's. Eddie Körper. Das ist der Bruder, der Eddie. Coolste Figur vom WDR. Machen wir jetzt also meinen Quiz oder können wir reden miteinander? Nee, hundertprozentig. Wir haben noch ganz viel vor. Du bist viel im Fernsehen. Hast du denn noch andere Intentionen für deinen Weg jetzt, wo du sagst, also wo du was vorhast? Ich habe was vor, ja. Ich gestalte mein Privatleben so gut wie möglich. Ja, fährst du noch Harley? Mach ich eigentlich schon seit 40 Jahren. Klar, Harley fahren ist mein Lebensinhalt. Er hat mal meine Freundin mitgenommen. Aber habe ich gut gemacht. Ja, also die kann man. Die Freundin mal fragen, die war zufrieden, ist noch heil angekommen. Ja, wie gut, dass du nicht mitgefahren bist. Recht, ja, ein recht gesitteter Fahrer. Nee, als Trainer wirklich beim MSV Duisburg, wir wollten dich auch haben. Habe ich Verständnis für. Ich wusste immer, dass die Duisburger wirklich Geschmack haben. Ja, die Fans haben gesagt, hol den Peter. Ja, die haben recht gehabt. Aber der Präsident, der wollte mich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich zu viel wusste. Ich weiß ja nicht. Der Trump war da noch gar nicht, ne? Nein. Der war noch in der Friseurmaschine. Oh, der sieht aber auch scheiße aus. Der, unser Bruder hier, der in England ist. Genau dasselbe, ne? Der Ed Sheeran meinst du, ne? Ne, der Johnson. Der hat ja, ich meine Ed Sheeran. Die pennen alle mit dem Finger an der Steckdose. Das ist kein Wunder, dass so ja, aussieht. Gut, die haben ja auch nur 12 Volt. Aber im Moment natürlich bewegt sich viel. Und das hat leider an dir vorbeigegangen. Es gibt Trainer. Nee, das ist glücklicherweise an mir vorbeigegangen. Ja, es gibt Trainer, die tatsächlich Ablösesumme. Da musste Ablösesumme für bezahlt werden. Und da war ich, glaube ich, der Erste. Oder ich glaube nicht, ich war für der Erste. Hat man für mich hat irgendein Volldepp Ablösesumme bezahlt. THW Kiel, wer? THW Kiel, ja, klar. Fangenspiel, habe ich auch mal gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Bei Sky hat sie gesagt so. Und am Samstag spielt Borussia Dortmund gegen THW Kiel. Hat sie bei Sky gesagt. Ja, die vertun sich. Da wird oft Handgefiffen. Bei Sport 1 passiert nicht. Dann wird endlich mal über ein Handspiel nicht diskutiert. Dann wird nicht genügend. Dann darf der. Nee, aber es stimmt wirklich, Markus. Ich war Trainer bei Alemannia Aachen, Schalke 04. Wie immer ging es mal ganz, ganz schlecht. Ja. Und so schlecht, dass man nicht vermieden hätte oder vermeiden könnte, abzusteigen. Da ist der damalige Präsident, leider schon verstorben, Günter Eichberger, auf die Idee gekommen, mich aus dem Vertrag bei Alemannia Aachen, der ohnehin ausgelaufen wäre, rauszukaufen für unglaubliche 150. In Aachen warst du sehr erfolgreich. Durchaus, ja, na gut. Ja. Für 150.000 Mark damals aus dem Vertrag gekauft. Und darüber hinaus musste mein Nachfolger noch von Schalke 04 bezahlt werden. Sieh mal an. So, Aachen ist dann nachher nicht aufgestiegen, war klar, ich war ja weg. Und Schalke ist nicht. Die hat auch keine Lust mehr dann. Schalke ist eben nicht abgestiegen, das war der Zweck. Und nachher aufgestiegen. Aber beim Aufstieg, kurioserweise, da wirst du dich daran erinnern können, ans MSV-Fan. Natürlich, da Schalke damals nicht abgestiegen ist. Fast drei Jahre endlich mal geschafft, auf den Aufstiegsplatz zu kommen. Punktegleich mit Duisburg dazustehen, mit dem MSV. Endlich auf dem Weg mit Schalke 04 zurück in die erste Liga. Und dann war entlassen worden. Entlassen worden mit Günter Eichberg, der mich geholt hat für den Trainer, der erstmals eine Abfindung oder eine Ablösesumme gekostet hat. Es war hinterher dann doch eine Abfindung. Es war, dazu kam noch eine Abfindung. Ja, ich musste mich über die Ablöse erstmal abfinden. Genau. Ja, aber du bist ja wirklich ein Kulttrainer. Umsonst holt man dich ja nicht in Sendungen, wo über Fußball gesprochen wird, ob es jetzt Sky ist oder Sport 1. Sport 1 oder Sky machst du gar nichts, ne? Seltener, ich bin bei Sport 1. Netflix auch gar nicht mehr, ne? Ich bin bei Sport 1. TM3 habe ich Sport 1 jetzt endlich mal untergebracht. Ja. Hast du Sport 1 eigentlich schon erwähnt? Nein, aber da müssen wir bald mal wieder hin zusammen. Ihr kennt ihn also vom DSF. Und ein zärtlicher Familiensender. Aber da hast du auch viel zu tun, ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, du bist in vielen Formaten da. Also die beiden, die angeboten werden. Quasi, und dann volles Rohr. Ja. Nein, grundsätzlich. Wir saßen ja letztes Mal wirklich zusammen da, auch mit Kevin Großkreuz. Man weiß das ja manchmal gar nicht. Ich denke immer so, der hat mal einen Döner geschmissen. Aber der ist ja super sympathisch, der Mensch. Ne? Ja, dadurch geworden, dass er Döner geschmissen hat. Ja, im Endeffekt. Der wusste nur, in welche Richtung. Seitdem spielt er im Tor. Nein, aber
klar. Ne? Es war eine sehr lockere Runde, die hat Spaß gemacht und ich habe gehört, die Einschaltquoten waren da auch ganz gut. Die sind hochgegangen, aber explodiert. Ja. Als du den ersten, zweiten, dritten Fachkommentar rausgelassen hast, ja, also explodierte die Fußballwelt. Also ich glaube, Sport 1 hat noch nie beim Fan-Talk, kann man übrigens sehen, ne? Kann man auch in die Mediathek. In der Mediathek. Ja, kann man mal nachschauen, nochmal ja, die höchsten Quoten. Ich könnte auf eurem Fernseher noch ein Autogramm geben. Ja, danach gehen die Quoten sofort wieder runter. Ja, sofort. Da war, ich aber auch pinkel. War sehr gut, genau, genau. Die habe ich an die Tür geklopft, weil ich knapp wurde. Nee, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Und Deutsche Fußballmuseum, mein Gott, das ist ja, du siehst ja da Sachen. Wir hatten auch eine kleine Ecke, da stand irgendwie ein T-Shirt, hat man noch nie gesehen, und ein Schal. Also MSV ist schon ein großer Verein da. Ja, ja, klar, im Museum eben. Ne? Ja, ja. Aber es war schade, dass du da in Duisburg tatsächlich geschasst worden bist. Ja. Weil eigentlich lief das eigentlich auch alles relativ gut. Es lief gut, den Umständen entsprechend. Kannst du dem Handy nicht klar? Kann das sein, war nicht gerade der beste Freund von mir, das ist richtig. Das ist ein paar Sachen, ich weiß gar nicht, ob man einen besten Freund hat. Ich weiß nicht, ob man einen Hund hat, keine Ahnung. Hm. Nee, aber okay, Walter hat eine ganze Menge gemacht. Der Hund heißt Walter. Genau. Ja, Walter, komm her. Einer muss ja einen Walter. Ja. Und schon mal gut. Nein, er hat auch Gutes getan für den MSV. Walter, nie weit viel. Lass mal so mal stehen. Aber als ich dann beurlaubt wurde beim MSV Duisburg, trotz Weiterbezahlung meiner Bezüge, war ja, ja, wunderbar und nett, war Schmerzensgeld, das war schon Hammer. Ne? Wir wollten eigentlich aufsteigen und wenn du dann losgelöst von den Partien, die du in der Liga hast, dann plötzlich feststellst, du musst 6-7 Spiele abgeben, weil sonst Probleme in der Lizenzierung entstehen. Ja. Wenn ich plötzlich sehe, in der Winterpause wollten wir in ein Trainingslager fahren, hatten natürlich mal wieder kein Geld, aber Walter Helmich sagte mir, die Italiener waren hier bei der WM und ja, das Stadion bzw. Trainingsgelände ist perfekt ausgerüstet, wir müssen kein Trainingslager machen. Wir haben ja eine Rasenheizung. Glaubst du dem Präsidenten das? Habe ich auch gemacht, Trainingslager abgesagt, aber plötzlich hatten wir 30, 40 Zentimeter Schnee auf dem Rasenplatz, ja, der beheizt war. Ne? Ja, aber ja. Die haben leider nur vergessen, also sehr warmer Schnee. Die haben leider vergessen, dass man die Anschlüsse auch noch braucht. Ne? Also rein die Rasenheizung braucht man nicht, ja, aber das war MSV Düssel. Die 4 Radiatoren haben nicht gereicht. Das war schon kurios. Also, ich habe übrigens ganz viele Bilder von dieser italienischen Mannschaft. Die haben ja in Duisburg, Duisburg ist Weltmeister geworden, wenn man das so sehen will. Ja, ne? Und zwar hatte ich weiß gar nicht warum, bin in den Fanshop gegangen, hatte für einen Bekannten, sollte ich ein T-Shirt drucken. Und dann wurde, wie viele Karten brauchen Sie, wie viele Sie? Ich sage, ich brauche 20. Ich wusste nicht, worum es geht. Kriege 20 Karten für das Training von Italien, das erste Training in der, ja, Öffentlichkeit. Und ich denke so, da spielt Deutschland zur selben Zeit, als ob da einer hingeht. Ich mal 2 bei eBay reingesetzt, die waren umsonst. Da hast du pro Karte 70 Euro gekriegt. Hör mal, ich hätte da mehr arbeiten müssen. Wenn ich da die ganze Karte mitgenommen hätte, würde mir das Stadion gehören. Hast du doch wahrscheinlich gemacht. Ja, ich war 2-mal italienisch essen, das muss rein. Ja. Ja, ja, das war schon kurios. Ja, aber da war natürlich für Duisburg, war das auch, jetzt hat der Deutsche da ein Spiel gemacht, wir haben wieder einen schönen Rasen. Wir müssen auf solche Momente warten. Ja, ich hatte letztes Mal mit Rudi Bommer gesprochen noch und der war ja noch in der Zeit, wo wir in der Bundesliga waren. Ich war der Nachfolger von Rudi. Ja, und dann kam Kollege Waller und meinte, er müsse Herr Ailton holen mit 100 Kilo auf dem Backen. Das kommt ja auf das Thema. Mit 3 Mann haben die den beim Pressebild auf das Thema geholt. Ich sage, das ist nicht euer Ernst, das kann er nicht sein. Richtig. Jetzt. Ja, ne? Ich habe als Trainer da schon Schwierigkeiten gehabt, deswegen haben sie mich daneben gestellt. Ja. Das war auch ganz gut. Du hast auch das einzige Spiel, was wir in Magenta-Farben gespielt haben, in 60 München. Das waren Trikots, da habe ich gesagt, das sind unsere Frühstückstrikots. Ja, warum denn? Damit kannst du nur Eier abschrecken. Ja, das ist also. Aber es ist heute Hans Sammlerberg. Und wir haben nicht verloren. Ja, genau. Ja, ne? Bei Duisburg war eine geile Zeit. Irgendwann mal hast du aber das Traineramt eigentlich ruhen lassen. Und bis jetzt eben als Experte, hast du nicht wieder Bock? Kribbelt's nicht? Lass es, nicht. Es kribbelt aber. Komm, woanders. Ich komm. Es kribbelt woanders. Ich habe gedacht, wo Wer spielt, die sind in der Verlängerung. Nein, der Ort heißt so. Ich habe als Trainer irgendwann mal abgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich habe schon so viele Dinge erlebt. Und bei einigen Vereinen ist es so, da weiß ich einfach zu viel. Ja, halt mal kurz einen Monolog, ich mache mir immer ein Bier. Ja, das ist keine Schwierigkeit. Also ich habe Schwierigkeiten diesbezüglich. Wer ist ein Traumverein? Albtraum kenne ich. Albtraumverein? Traumverein, da hörst du mit auf, genau mit dem Moment, wo du Trainer bzw. Profi bist. Wenn die Leute kennst. Zum Beispiel auch. Ja. Ne? Von Kindesbeinen auf war ich immer der größte wirkliche Fan vom 1. FC Köln. Ja. Das dauerte dann wirklich lange, da haben sehr intensiv gelebt. Köln war eine große Nummer. Ja. Und ich fragte mich immer, was ist eigentlich der kölsche Klüngel? Warum wird dieser großartige Club, der die großartigsten Gehälter bezahlt, warum wird es eigentlich kein deutscher Meister mehr? Ja, und dann bin ich Trainer geworden, dann wusste ich das. Ne? Da habe ich den kölschen Klüngel auch kennengelernt.
Es war ein traumhafter Verein, aber wenn du als Trainer zum Beispiel bei irgendeinem Verein unterwegs bist, dann leidest du natürlich viel, viel mehr als Trainer und Fan eines Vereines, als wenn du der normale, auch wenn noch so professioneller Trainer bist. Ich sage manchmal, ich wäre einfach nur gern der Fan in der Kurve und wüsste nicht, was im Verein los ist. Sei froh, ja, dass wer, diese männliche Stutenbisserei, die ist abartig. Ja? Wenn, und du merkst ja, da sind viele dabei, die, die haben vielleicht einen Abschluss auf der Schule gemacht, aber die haben einen Ball noch nie gesehen. Und die meisten, die da rumlaufen, rein vom Intellektuellen her, sehen aber so aus, dass sie das Abitur gemacht haben durch 5 Jahre Bildzeitung. Ja, und es gibt ja auch viel, was du bei eBay kaufen kannst. Halt. Klar, und da Geld kriegt aber von anderen. Natürlich. Ja. 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 Aber jetzt, ich sag mal für dich, wenn du im Ausland zum Beispiel einen Verein, da kennen wir uns ja zum Glück nicht so aus, wer wäre dein Traumverein? Würdest du nach England gehen oder lieber nach Spanien? Allein vom Fußballerischen her. Vom Fußballerischen her lieber nach Spanien. Ja. Primera Division damals, ja, ja, durchaus. Von der Mentalität her, wie man den Fußball gelebt hat in der Vergangenheit, dann natürlich England. Eigentlich dann schon fast Schottland. Eigentlich so, auch, ne? Auch in Schottland. Ja, auch in Schottland, die Premier League, obwohl die rein von der Qualität her nicht gerade die beste Liga ist, aber vom fußballerischen Leben her, wie man den Fußball da lebt, würde ich sagen, Großbritannien, Wahnsinn. Die versuchen ja immer so, dass sag ich mal, Großbritannien, dass Schottland und England zusammenbleiben. Und dann haben tatsächlich die Glasgower Mannschaft völlig zu Recht mal einen Antrag gestellt, dass sie mit in der Premier League und dann die etwas FDL oder zweite Liga oder wer weiß was. Und das haben sie nicht erlaubt. Das wäre mal interessant gewesen. Wie sind Glasgow, wie sind Celtic Glasgow, wie kommen die in der englischen Liga klar? Das und es würde ja auch Sinn machen, die mit da spielen. Eigentlich ja. Was ist mit Aberdeen? Was ist mit Dundee? Was aber Cardiff zum Beispiel spielt ja auch damit. Da ist Wales. Ja, die klar. Ja, die Grenze nicht gezogen. Ne? Die haben auch vom eigenen Verband her keine Möglichkeiten, eine Liga aufzustellen, die möglicherweise innerhalb des Commonwealth eben gleiche Wertigkeit zu haben. Das sieht gut an. Das sehe ich zum Beispiel auch als Problem. Katalonien an sich. So, dann weiß genau Barcelona, oh gut, dann spielen wir gegen Valencia und gegen Espanyol. Und dann ist vorbei. Und dann ist vorbei. Also die Liga ist vorbei und wenn die Liga vorbei ist, gibt es das Geld vorbei. Ja, und ohne Geld kann ich die Mannschaft nicht zusammenstellen, die dann letztendlich auch international erfolgreich ist. Ja, aber ein Guardiola, der bei Barcelona gespielt hat, ist einer der Verfechter dieser Sache. Der ja, ist möchte klar. Unbedingt das Katalonien. Kann er auch gut sagen, denn er ist nicht mehr Trainer bei Barcelona, sondern richtig. Trainer bei Manchester City und verdient da sein Geld. Und er wird auch nie wieder Trainer bei Barcelona werden, wenn das Katalonien zum Beispiel. Ist. Ja, dann können wir ihn leider nicht bezahlen. Palma de Mallorca wäre dann auch wieder weiter vorne. Ja, also Atlético Baleares heißen. Ja, genau. Ja, ja. Ibiza hätte dann vielleicht mal einen guten Verein. Genau. Ich würde mich darüber freuen, an Urlaub und Fußball wäre schön. Gleichzeitig, ja. Aber du bleibst jetzt erstmal beim Fernsehen. Ja, du sagst so, da ist jetzt erstmal der Weg und so weiter. Welche Visionen hast du denn noch so, wo du sagst, willst du mal ein Buch schreiben über deine Erfahrungen? Über mich ist ein Buch geschrieben worden. Echt? Natürlich ein Bestseller. Telefonbuch. Es reitet. So viele Namen waren da drin. Gute Besetzung, aber scheiß Titel. Ganz genau, ganz genau. Ja. Nein, ich arbeite für die Stölting Service Group. Bin ich sehr zufrieden mit. Baue dann Sportmanagement auf, habe dann Beziehungen, also auch zum Fußball. Ja. Geht um andere Sachen, die man da bewerkstelligen kann. Das ist also eine wunderbare Angelegenheit. Erstmal schön, dass du hier mich aus. Wein und Bier. Das rate ich dir. Ich rate dir quasi. Ja, ja. Ne? Auf dich, auf euch. Bier und Wein, ich bleib länger. Was? Ich glaube, Lothar Matthäus hatte mal, ne? Ja, wäre Fahrradkette. Ja. Da kommst du als Comedian gar nicht drauf aus. Deswegen ist er ja auch Fußball geworden. Ja, deswegen. Ist ja gut, sonst hätte ich keinen Job. Klar. Also Lothar Matthäus haben wir eben schon das Thema. Ja, das ist ein gutes Thema. Nein, aber nee, ich bin gut beschäftigt, habe aber ein gewisses Alter, habe gewisse Erfahrungen, habe 6 oder 19 Spiele gemacht. Hast du kurz einen Geburtstag gehabt? Also auch ich. Nochmal hier, herzlichen Glückwunsch vor der Kamera. Nicht, dass man hinterher denkt, der hätte dann nur so gesagt. Ja, und früher sind mir dann Slips immer entgegengeflogen und heute sagt man auch noch, Stützstrümpfe. Älter geworden, genau. Stützstrümpfe und gut, ist älter geworden, der alte Sack. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut, wunderbar. Was an mir tatsächlich vorbei, ich weiß, dass du damit zu tun hattest, aber was an mir vorbeigegangen ist, was ist in Wattenscheid fehlgelaufen? Alles. Ja? Alles. Die Tatsache, dass ich guten Tag gesagt habe, war der erste Fehler von mir. Den habe ich mit Leuten, speziell mit einer Person zu tun gehabt. Ja, da müsste normalerweise strafrechtlich verfolgt werden. Den hat einen ganzen Verein betrogen, von oben bis unten. Ja. Der hat Dinge veranstaltet. Also immerhin, ehemaliger Bundesligist, du hast dich da engagiert. Ja, ja, genau. Du wolltest den mal wieder auf die Spur bringen und... Ich wollte helfen und habe nach einer Woche festgestellt, ich kann da gar nicht helfen, weil da gar keine Möglichkeiten da sind. Da lagen Rechnungen rum auf der Geschäftsstelle, unvorstellbar. Ja, da muss man wieder nach Hause kommen. Ja, ja, nach Hause kommen. Aber das war kein Scherz mehr. Und die Wattenscheider waren immerhin mal Bundesligist. Ja. Die Fans vor allem. Auch da Lied von dir. Tor für Wattenscheid. Richtig, ein Klassiker. Ja, natürlich. Beste Currywurst damals gehabt.
So Bratwurst in der Regionalliga noch. Ja, also und draußen Bauzaun, du musstest also nicht bezahlen, konntest du los. Klar, Sender, was Senderstunde. Aber was da mit den Fans, mit dem Verein gemacht wurde, war anscheinend noch. Die hatten ja auch mal so einen Mäzen, wie hieß der Steinmann? Klaus Steinmann. Ja, ja, und da ging es denen ganz gut in der Zeit. Mit ihm waren sie ein bisschen in der Bundesliga. Auch, ne? Der Sammy Sahn hat da gespielt, also Mittelstürmer, ganz genau. Ja. Der Leroy hat da auch mal gespielt im Nachwuchsbereich, bevor er dann nach Schalke gewechselt ist. Jugendbereich, also die hatten schon tolle Fußballer. War eigentlich, wie so Vereine eben verschwinden. Ja, weil irgendwo Vollidioten rumlaufen, die meinen sich im Licht des Vereines sonnen zu können. Die arbeiten an irgendwelchen eigenen Profilen, der Verein interessiert die überhaupt nicht. Die meinen, nachdem sie ein paar Euro wirklich reingesteckt haben, investiert haben, dass man da um ein Zigfaches mehr selber für sich rausholen kann. Ja. Und dann gibt es persönliche Animositäten, dann gibt es persönliche Interessen, und aber alle am Verein vorbei. Die müssen merken, dann, dass im Fußball wie nicht existiert. Entweder bist du Fan und engagierst dich, oder du lässt die Finger davon. Ja, du bist Schalke-Mitglied, lief auch nicht so gut in diesem Jahr. Dass ich Schalke-Mitglied geworden bin, lief gut. Ja, das war, die haben das gesagt. War relativ einfach, die brauchen ja jede Mark. 3-4 stimmen Euro gegen dich, aber komm. Ja, ganz genau. Naja, aber Schalke 04 lief, aber auf anderer Ebene. Wir haben gerade vom Wattenscheid gesprochen, und das ist Schalke 04 eine andere Ebene. Nö, nicht mehr lange. Doch. Nein, Schalke, wenn du siehst, guck mal Hamburg. Ne? Auf die Schalke? Ja, aber die Hamburger, die haben ja einen Vorteil Schalke gegenüber. Die Hamburger waren jahrelang zu dumm, um abzusteigen. Ja. Die Schalke haben es sofort geschafft. Ja. Also die haben nicht lange rumgemäkelt, die sind sofort abgegangen. Und jetzt gucken wir mal, dass im nächsten Jahr die Wiederkehr. Und nochmal zurückzukommen, gibt es Wattenscheid überhaupt noch? Also den Ort wird doch. Die spielen noch, das heißt immer noch Wattenscheid, die spielen auch immer noch in der Lower Heide, aber mittlerweile in der Oberliga Westfalen. Mhm. Und da war mal die dritte Liga, die Oberliga früher, jetzt nicht mehr. Jetzt ist das war mal die dritte Liga, ganz genau, ist lange her. Jetzt ist es fünfklassig. Ja, Duisburg hatte ja damals auch WW. Man muss sich mal vorstellen, wir waren in einer Aufstiegsrunde mit VfL Wolfsburg, Hertha, BSC Berlin, Eintracht Braunschweig und Preußen Münster. Da musste man, was das für eine Aufstiegsrunde in der Oberliga war. Alles ehemalige Bundesliga-Vereine. Zu Hause 6-0 oder 6-1 gegen Hertha gewonnen, und trotzdem haben wir nicht geschafft. Und da war eine Durchsage, dass Braunschweig 1-1 gemacht hat am letzten Spieltag. Und da haben wir gefeiert, und dann, ich möchte mich entschuldigen, die haben in Nachspielzeit 2-1 geschossen, Braunschweig, dadurch sind die aufgestiegen. Und du bist gerade wie Rudi Assauer damals, jawohl, wir sind Meister. Und dann meinte Herr Merck, nee, das ist doof, ich pfeife. Da streiten sich heute noch die fußballerischen Gelehrten darüber, ob es berechtigt oder nicht berechtigt war. Es war auf jeden Fall saudämlich, und es hat Fußballgeschichte geschrieben. Herr Merck habe ich vor 2 Wochen gesehen, da war er als Vorstandsmitglied. Aufsichtsrat, Mitglied bei Kaiserslautern, das schafft er auch nicht. Ja. Nee, man muss ja nicht nur Fußball, was ist noch eine Sportart, wo du sagst, alles klar, wenn er nicht Fußball wäre, wäre das? Wunschkonzert. Ja, wo du sagst, ich trainiere jetzt auch eine Handballmannschaft oder... trainieren? Nein, oder selber machen, scheißegal. Selber machen, weil bei mir früher, ich hab leistungsmäßig, wobei Leistung ist ja per Definition, das habe ich so erfunden, Tennis gespielt und eben Fußball. Da musste ich mich nachher irgendwo zu entscheiden, da habe ich gedacht, Tennis ganz nach oben schaffst du nicht, Fußball hast du auch keine Chance, aber macht noch mehr Spaß, weil da die Randerscheinungen schöner sind, habe ich mich für Fußball entschieden. Das hat dann auch nicht geklappt im höchsten Bereich, nur bis zur dritten Liga. Ja. Warum auch immer, ich könnte da 1000 Geschichten darüber erzählen, das ist total ungerecht. Ja, ich hätte der einzige und erste deutsche Fußballprofi werden müssen, mal davon 17, aber mir hat jemand die Hufe durchgetrennt. Weil kennst du den Namen noch? Vielleicht können wir da was machen. Ja, $5,000, tot oder lebendig. Aber einer, mal Zettel auf. Einer davon, dem geht schon gar nicht mehr. Darunter, sagen wir, Minka ist entlaufen. Nein, und wie gesagt, dann musste ich mir entscheiden. Und da habe ich dann durch großes Glück... Fußballkarriere im Profibereich war nicht möglich, und da habe ich durch großes Glück während einer Trainerausbildung Horst Rubesch kennengelernt. Ja. Und der hat mich dann, wir haben zusammen den Lehrgang gemacht, gefragt, hast du Interesse, Profitrainer zu werden, dann hole ich dich, wenn wir beide zusammen diesen Lehrgang schaffen. Herzlichen Glückwunsch, wir haben ihn geschafft. Muss ein ganz feiner Kerl sein, der Horst. Überragender Mensch. Und ja, ich war schon im Schuldienst, ich war also richtig mal etabliert auf dem Weg zur abgesicherten Armut. Ja. Habe meine Tennisschulen gehabt, habe im Amateurbereich trainiert, und dann ging eines Sonntagsabends das Telefon bei mir zu Hause. Ich war gerade frisch verheiratet und der Lange war dran, Horst Rubesch. Ja. Also ich bin ans Telefon gegangen, so richtig mit Wählscheibe und abnehmen und Neuhörer am anderen Ende, Rubesch, Horst. Ja. Ich sage, Entschuldigung, wer ist da? Horst. Ist das der Ort oder was der Name? Was für ein Horst? SDV Horst kenne ich ja. Horst, Rubesch, du Arsch.
Oh, lange nicht gehört von dir. 2 Jahre von ihm kein Wort. Wusste gar nicht, dass der einen Doppelnamen hat. Ich auch nicht. Arschalibel gehen, so wie so ein Adelstitel im Ruhrpott. Ja, und der hat auf allen Ernstes gefragt, du pass mal auf, ich habe schon alles ausgehandelt, wenn du Lust hast, kannst du morgen früh anfangen. Ja. Sag, was soll ich anfangen, womit? Ja, Rotwart Essen. Du bist A-Jugendtrainer, du bist mein Co-Trainer, das war das Wichtigste. Ja. Also für den Profibereich mit zuständig, du machst die Rehabilitation, weil du so ein scheiß Studierten bist, du kannst alles. Ja, und dann nebenbei macht die Amateurmannschaft auch noch. Sag ich ja, und Geld verdienen. Habe ich auch schon gehandelt. Du kriegst das Gleiche wie als Lehrer verdienst, also fertig. Ja. Und dann gibt's 500 Mark pro Punkt. Für mich war es meine Lebenschance. Ich habe während des Gesprächs wohl Tränen in den Augen gehabt vor Freude. Ja. Meine Frau hat den Daumen hochgehoben und sagt, mach, wenn du Lust hast. Ich habe gesagt, lange, ich bin pünktlich morgen. Ich hatte nur ein Problem. Ich musste meinen Schuldirektor anrufen. Ich war ja im Schuldienst. Ne? Ja. Und am nächsten Morgen Unterricht, ganz normal. Habe ich den Schuldirektor angerufen. Glücklicherweise ein ehemaliger Tenniskumpel von mir, der konnte gar nichts. Ja. Aber ich habe die Kugel ganz gut getroffen. Ja. Der war mein Physiklehrer und Physik konnte ich wiederum gar nichts. Ja. Da habe ich ihm gesagt, wenn du mit mir zusammen Doppel spielen willst in meiner Medienmannschaft, dann darfst du mir im Unterricht aber keine Fragen stellen. Ja. Das hat er auch gemacht. Hat. Deswegen habe ich dann Physik natürlich Note 4 eben durchgelobt, nicht mehr als der Gegner verlangt. Ja. Aber wunderbar. Da habe ich gesagt, übrigens, ich komme morgen nicht mehr zur Schule. Ja. Peter, was ist mit dir los? Was rauchst du? Ja, ich habe die alte Sorte weitergeraucht, aber nein, ich komme morgen nicht mehr. Motende ohne Filter, wie immer. Ja, ja. Wir waren der Hinweis. Ich hatte einen Werbevertrag lange bei Marlboro, bis er dann ins Grab gefahren ist. Ja, auf jeden Fall haben sie gesagt, aber die Mütze hat morgen, dir nicht gestanden, seid ihr ganz ehrlich. Aber das fährt. War klasse. Auf jeden Fall, die Nummer war die, ich habe ihnen das gesagt, ich komme morgen nicht mehr zum Unterricht, wunderbar. Ja. Dann sagte er, gut, kann ich mir nicht vorstellen, was willst du denn machen? Ja, ich werde Bundesliga-Trainer. Mhm. Gut, ja, ist soweit ja gut. Ich habe es gemacht, das war der einfache Weg. Ja. Nachdem ich dann die eine oder andere Falle erlebt habe und es hat geklappt. Und dem langen Rubisch haben wir hier also fußballmäßig alles zu verdanken. Ja. Auf jeden Fall in Bezug auf meine. Er hat ja mal die Damenmannschaft relativ gut aus der Notsituation rausgeholt. Ja, und seine Frau hat ihn dann verboten, dass er weitermacht. Ja, ich glaube nicht, dass er Eifersucht, sondern mein Gott, bleib doch mal zu Hause. Quasi. Ja, das hat er nach seiner Karriere eigentlich gemacht. Ja. Er wollte dem DFB nur helfen. So ist er halt. Horst Rubisch halt, ne? Menschlich ich mache, überragend. Er Frau Voss, die immerhin gebürtige Duisburg bei Karlsruhe, Kasserfeld gespielt früher in Duisburg. Richtig. Ja, Herrn Tecklenburg mal kennengelernt irgendwo. Der war bei Fortuna Düsseldorf und Uerdingen. Und ja, so geht das im Fußball. Man kann was vermischen. Dann kommt deine Bundesliga. Ich habe dem Holger Fach mal gesagt, deine Ex hat ein Tor geschossen. Hm. Und er sagte, welche? Weil er war weil die beiden mit Inka waren. Mal zusammen und auch mit Linda mal zusammen. Ja. Und es war Inka damals. Kann passieren. Inka Grings. Richtig. Inka Grings und Linda Bresonik, bei meinem damaligen Steuerberater auch gearbeitet hat. Nee, also die Welt ist ein Dorf. Na, natürlich. Auch immer so bleiben. Jeder kennt jeden und anderen besser. Wir sind hier, bis ich an einem Ort weiter bin, ich groß geworden und auch geboren in der Uni und Thomas Strunz übrigens auch. Ja, ich weiß. Der hat eine, wo er B-Jung war, war ich in war C-Jung. Ja. Ja, der hat einen drüber gespielt. Und dann Strunz in der Jugend hier rüber gewechselt. Wir haben den Bruder mal verprügelt, wenn der Scheiße gespielt hat, aber hat auch Spaß. Hat ihm auch Spaß gemacht. Ne? Die, Entschuldigung. Ne? Aber es kamen viele so aus der Region und dann irgendwann trennen sich natürlich die Wege und das ist ja interessant an diesem Beruf jetzt. Plötzlich hast du wieder so, und dann, ach guck mal, der macht jetzt dann, alter Schulkamerad ist zum Beispiel jetzt der Manager von Daniel Hartwig. Weißt du, der war mit mir in einer Klasse. Ja. Und plötzlich, ach guck mal, so schließt sich der Kreis. Ja, gut, ich verdiene am meisten. Wo gerade sagen, wo ist der Kreis? Ne? einige Ränder im Kreis. Ja. Wo ist, sag mal, abgesehen von Horst Rubesch, du hast viele Leute kennengelernt, aber wo sind Freundschaften entstanden? Wo du sagst, das sind tatsächlich Leute, die nehme ich mit in Urlaub, weil die einen ausgehen. Also ich kenne diese Reihe anders. Ich habe immer Leute mitgenommen, weil ich einen ausgegeben habe. Ja, die sind dann hinterher weg. Wenn du dann plötzlich wie ein Schellenkäfer irgendwo auf den Rücken legst und nichts mehr hast, da rennst du auf den Hosen ein. Komischerweise bist du da komplett allein. Ja, da habe ich meine Frau gehabt, in jeder Situation. Die hat mich übrigens auch aufgefangen, als mir mal richtig dreckig ging. Ja. Finanziell glücklicherweise. Ja. So, und dann guckst du dich um. Und diejenigen, die dich früher bejubelt haben, die siehst du nicht mehr. Ja. Ja, und da machst du aber die besten. Aber sind noch welche übrig geblieben, wo du sagst, als... Es sind diejenigen übrig geblieben, als wirkliche Freunde. Ich habe sehr, sehr gute Kollegen, keine Frage. Als wirkliche Freunde sind diejenigen übergeblieben, zugewonnen, ein, zwei. Ja. Ansonsten die mich von Kindheit auf kannten. Und das sind auch die einzigen Parameter für mich, die sagen können, ob ich halt ein Arsch bin oder eben nicht. Ja, oder da bist du drüber oder nicht. Oder zum Beispiel, wenn die sagen, pass auf, übrigens, du bist, egal, weil die Kontoauszüge ein klein wenig anders aussahen, aber du bist der gleiche geblieben, der gleiche Arsch von mir aus auch, der du früher warst. Bei mir dann ist immer noch die nach quasi, ne? Dann ist das ein Kompliment und dann, da lege ich auch Wert drauf. Ja. Aber was andere Vollpfosten, ob gut oder schlecht, über mich positiv oder negativ sagen, interessiert mich
bekannt war. Ich habe tatsächlich, ja, natürlich habe ich noch einen Facebook-Account, aber nur den Fan-Account, der von mehreren Leuten bedient wird. Und dann, wenn Fragen gestellt werden und so weiter, geht zum Beispiel Jackie, Freundin, und stellt mir die Fragen. Aber das Negative wird mir gar nicht erzählt. Genau wie bei Instagram. Ja, da sitzt der dicke Jochen, sitzt irgendwo und da hinten saugt die Mutter gerade sein Zimmer und der Chris Arschloch. Weißt du, das tue ich mir nicht an. Ja, das sind ja, die ganz ja, Großen, ne? Ja, die sollen mir selber sagen, dass ich ein Arschloch bin. Ganz genau, wenn der dich sieht, wir kennen die Geschichten doch, ne? Da habe ich irgendwo, nicht gerade bei dir, hier in kleinen Kreise, aber irgendwo in irgendeinem Saal haben wir eine wunderbare Veranstaltung. Und dann gibt es dann irgendwelche Leute, unseren Alters, meines Alters, Entschuldigung, die sagen, oh, Neuro, dich kenne ich schon seit 30 Jahren. Daraufhin sage ich, komisch, wenn du mich seit 30 Jahren kennst, erklär mal bitte, warum kenne ich dich nicht? Ja. Aber das sind Klasse, da waren über 800 Leute scheinbar drin. Mit Sicherheit. Und mit wie vielen Leuten ich da schon Bier getrunken habe, unglaublich. Ja. Und wie oft ich schon voll war, unglaublich. Immer vom Bier, wobei ich da kein Bier trinke. Vielleicht waren wir so voll, dass wir die aber nicht mehr wiedererkennen. Ich war ja voll, aber wie gesagt, nicht mit Bier, sondern mit anderen Sachen. Ja. Nein, aber weil ich damit sagen will, wie viele Leute bei uns rumlaufen, die positiv wie auch negativ, also beides gleich, Urteile über irgendwelche Personen abgeben, die sie noch nie gesehen haben, noch nie gesprochen haben, vielleicht beim Fernsehen gesehen, wie uns vielleicht, aber null Möglichkeiten eigentlich haben, qualitativ eine vernünftige Aussage zu machen, die aber trotzdem welche machen. Und daraus wird eine Meinung gebildet und die nimmt dann jeder mit. Ich mache jetzt einen Aufruf. Peter Neururer, Markus Krebs, wir beide sind auch im richtigen Leben in Ordnung. Das weiß ich nicht, aber wir sind so, wie wir sind. Wir sind so, wie wir sind. Ey, geht uns auch im Arsch vorbei. Wenn jetzt Kritik ist, wo du sagst, alles klar, damit kann ich was anfangen. Wunderbar. Die Hose hätte vielleicht zumachen sollen während des Auftritts. Alles klar, ist eine Sache, die kann man sich ja mal durch den Kopf gehen lassen. Man kann sich überlegen, weil lang hat, lässt lang hängen, aber ab und zu stecken lassen besser. Wenn du halt Mittelträger bist. Nein, genau. Aber es ist eben so, es gibt manchmal wirklich Kritik, wo du sagst, alles klar, der hat recht, ich sollte vielleicht einen zweiten Witz mal erzählen. Ne? Durchaus. Aber das wird auch an mich herangetragen. Aber ansonsten, glaube ich, sogar als Comedian habe ich noch mehr Ruhe. Als Fußballtrainer kriegst du mehr um die Ohren. Ja, klar. Aber da sind die Emotionen anders. Du hast gesehen, was auf Schalke passiert ist. Das sind ja auch Leute, wo die Jagdszenen dann da passieren. Ja, aber das sind keine Fans. Die auch schon seit Wochen wissen, dass der Verein vielleicht absteigt. Ja, natürlich. Klar. Dann hätte ich auch mal tagsüber am Vereinsgelände gesagt, das ist blöd, was ihr macht. Zum Beispiel. Ne? Aber dann waren die alle zusammen bei der Fete vom Joachim und dann sagen, komm, wir gehen mal zur Arena und ja, so um 1:30 nachts. Ja, jeder normale Fan kommt ja 1:30 nachts in die Hand und möchte sich mit der Mannschaft unterhalten. Corona ist die Ausgangssperre, das ist wegen Schalke. Ja, nur. Deswegen wundert mich, dass sie erst so kurz da ist. Ja, warte, ab 10 Uhr darfst du keinen Spieler mehr jagen, haben die geschrieben. Wäre ich Spieler gewesen, hätte ich mich umgedreht und hätte draufgehauen. Aber egal. Ja, aber 1 gegen 500 sieht es schlecht aus. Ja, die gut, aber den ersten nehme ich mit, danach mache ich eh nichts mehr. Ja. Das ist immer so. Ja. Nein, aber ich glaube, beim Fußball ist die Grenze noch ganz woanders. Die Schmerzgrenze ist leider runtergegangen ohne Ende. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, was ja auch nicht gut war, wie du als Heiligtum da irgendwo angesprochen wirst oder unnahbar, der Superstar, tralala und so weiter, was genauso pervers ist, weil wie kommt man auf die Idee? Das sind normale Menschen. Du selber kannst ja gar nicht für dich empfinden, dass jemand so denkt. Ich habe ich weiß noch, da war eine Frau, die wollte mit mir ein Foto machen und die zitterte. Und ich habe die nachher gesagt, ist alles gut, ich bin's. Weißt du, ist ja das Problem. Die war so durch und das kann ich für mich selber gar nicht. Meine, ich bin Markus Krebs, was ist los? Ja, Foto. Das ist schlimm genug, dass du einige zum Zittern bringst. Ja, da ist, wenn ich andere zum Zittern, dann wäre mal. Aber das ist eine neue Sendung auf TM3. Heute bringe ich Frauen zum Zittern. Das ist eine Elektrosendung. Nein, das ist schon unglaublich. Das ist unglaublich. Aber dass das sich in das andere gedreht hat, dass du wirklich angespuckt wirst, glücklicherweise ist mir das nicht passiert, dass du, wie ich, das ist mir passiert, Morddrohungen erhältst als Trainer eines Vereines, wenn du da und da gegen den darfst. Nee, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich traurig geworden, das ist eine Entwicklung in unserer Gesellschaft und die ist nicht normal. Ja, und was nimmst du ernst, was nicht? Nee? Das musst du leider heutzutage ernst nehmen, das ist das Problem. Und du selber kannst damit ganz gut umgehen. Ich habe unter Polizeischutz Spiele bestreiten müssen als Trainer. Ja. Da standen die Jungs mit geladenen Knarren hinter mir, teilweise vor mir mit Plastikglas-Schildern, um was abzuschirmen.
Schlimm genug, ne? Ja. Da zitterst du, ist keine Frage. Da konzentrierst du dich mit Sicherheit nicht auf irgendein Fußballspiel. Wenn du dann morgens zum Training abgeholt wirst, da fahren zwei Polizeiwagen vor dir her, zwei dahinter, schieben die Straße ab, sperren die Straße ab und du fährst, kannst du damit umgehen. Aber wenn du zwei kleine Kinder hast, die zur Grundschule gehen und die werden verdeckt, mit verdecktem Schutz zur Schule gebracht und wieder abgeholt, da hört der Spaß mit Sicherheit 100%. Auf. Und das sind Kriminelle, die sowas machen. Ja. Aber in unserer Gesellschaft wird ja mittlerweile alles, was dann nicht unbedingt noch Steuerschuld zu tun hat, wird alles gerechtfertigt. Hätte ich mal in Physik aufgepasst damals. Nee, also dann wär der Weg anders gegangen. Wenn ich was Normales gelernt hätte und was anderes gut, ich glaube nicht, dass irgendeiner bei Edeka, weil der was falsch eintippt, das ist Polizeischutz braucht. Das ist genau der Unterschied. Ne? Ja. Das ist aber traurig. Ne? Der Mensch ist ja nicht anders. Der eine macht den Job, der andere macht den Job. Ja. Aber wenn die dann unterschiedlich behandelt werden, ist es sowohl positiv als auch negativ, ist es in der Gesellschaft einfach scheiße. Wie ist dein Stand zum Dartsport? Zum wo? Dartsport. Superklasse. Ich habe 3-4 Versuche mal gehabt. Ich habe die Dartscheibe nicht getroffen, weil ich diese Sportart fürchterlich. Es ist aber Ziel des Spiels, die Scheibe zu treffen. Ja, das ist mir so scheißegal. Ich finde es dann so fürchterlich. Also ich habe es mal versucht. Ich wäre natürlich Profi, kein Thema. Ja, aber es war mal Ansgar Brinkmann hier, dem habe ich auch schon gesagt. Das ist ein Zauberer. Das ist ja nicht nur Fußballer, das ist ein Zauberer. Weiße Brand, genau, der hat die Pfeile mitgehabt. Nein, ja. Aber. Wenn er nur zu Wort gekommen wäre. Nein, ja. Ansgar nicht zu Wort gekommen. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber den es Podcast, gibt ja immer nicht zu Wort kommt, den höre ich mir an. Ja, ich auch. Ja. Das ist der Einzige, den ich jemals höre. Ich kann meine Stimme nicht haben. Und die ist ja oft zu hören werden. Deswegen sagst du auch nichts, ne? Ja, deswegen, ich bin ruhiger. Nein, ich bin auch ruhig. Aber, ich bin so introvertiert. Aber mein inneres ich arbeite ja ein bisschen damit auch zusammen, wegen immer dieser Promi-Dart-WM. Ich durfte da ja auch mal mitmachen. Aber hättest du da auch Interesse? Also Ansgar war ganz weit vorne. Ich wäre weit hinten. Nein, aber ich meine, vom Interesse her, nicht jetzt. Interesse natürlich, wenn es für einen guten Zweck ist, mache ich alles. Das ist kein guter Zweck, du kriegst Geld. Guter Zweck? Ja. Ich bin dabei. Ja. Sag mir den Ort, sag mir den Preis, ich bin durch. Das, was du wirfst, kriegst du hinten in Null rangehangen. Das ist gut. Nimmst du halt die 30 Euro mit. Immerhin, aber netto. Ja, netto. Nach Abzügen. Nein, aber wenn du jetzt, sag ich mal, noch. Ich bin ja auch in dem Alter, ich werde zu manchen Fußballspielen zum Beispiel eingeladen, so Promi-Fußballspielen, wo es auch um guten Zweck geht. Ich traue mir das nicht mehr zu. Ja, bin zwar erst 50, ich weiß, mein Vater hat noch mit 55 in allen Herren gespielt, der hat aber auch anderes Leben geführt als ich, sag mal. Ne? Also ich denke mir immer so, Elton zum Beispiel oder so, sind gute Freunde, die machen immer so im St. Pauli so Benefits für den Michael Tönnies, leider schon verstorben, gab es mal sowas. Ich weiß. Und ich traue mir das nicht mehr zu, obwohl ich Fußball immer geliebt hätte. Ja, was wäre bei dir eine Sportart, wo du sagst, so, die könnte man außer Dart oder Schach, wo du jetzt noch sagen würdest, jo, für das würde ich nochmal einen Tennisaufschlag machen oder irgendwie sowas. Für einen Tennisaufschlag? Ja, irgendeine Sportart. Golfen. Golfen. Ich spiele leidenschaftlich gerne Golf. Ja, Mike nicht, Krüger, nicht gut, hast du mal nicht mit Mike Krüger gegolft? Der war schon mal bei unseren Gofus-Veranstaltungen, glaube ich, dabei, Mike Krüger. Ja, ja. Ja. War mein schönster Auftritt in einem Golfclub in Düsseldorf. Die Männer wollten lachen, die Frauen haben die dann angestupst. Bernhard Langer war mit dabei. Ja, der lacht. Der war der Einzige, der gelacht hat, weil er keine Frau dabei hatte. Aber ich bin dann wirklich ins Publikum rein und hab die dann ging es. Aber die haben mich echt angeguckt und ich weiß, ich habe Knaller. Ja klar, da bist du bekannt geworden durch. Schub, komm, Schub, mit zwei linken Füßen haben sie Flip-Flips und ich lache mich selber wieder darüber kaputt und alles. Ja. Ne? Das ist eine kein Knaller, Krise. Früher gab es die Zissemännchen. Ja, dann. Ja, Zischer, genau. Ja, wir haben Zischer genannt. Zissemännchen waren sie schon geknallt. Ja. Eine Nummer größer waren die Schweizer. Ja, genau. Ja, genau, ja, genau. Ja. Immer weg von der Eier. Ja? Hm? Nee, aber Golf. Nein, ist manche Knaller musst du wirklich aufpassen, dass die nicht an der falschen Stelle liegen. Aber ich muss ganz ehrlich, Golf, Minigolf, geht? Ja, das höre ich immer. Ja. Oh, da kriegt jemand so einen Hals. Ja, ich hatte einen Golflehrer. Da musste ich die Finger so unter gerade Arme, So, und ich habe gesagt, ich möchte bitte so spielen, wie ich das Ding halte. Ach du Scheiße. Also den Golfschläger. Du musst doch Golf spielen. Deswegen habe ich nie weitergemacht. Kann mir vorstellen. Ja, ich sollte irgendwie über 50 Meter kommen. War bei 230. Ach, du hast alle falschen Schläger gemacht. KMH, aber nur 5 Meter. Nein, aber in dem Moment, wo ich das so halten muss und fühle mich wie ein Versuchsschimpanse und hänge da so, da habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Sport. Ja, so wie du hältst, dann. Hast du das auch so gelernt von einem Golflehrer?
Du, ich war Autodidakt. Das sind die Kollegen, die sich alle selber machen. Okay, da war beim Skilaufen so. Genau. Beim Skilaufen beim Bruder von Donald Duck. Donald Duck ist klar. Ja, ja. Ja, Donald Duck habe ich auch mal erfunden. Ja, ja, ich war, das ist kein Scherz. Ich war 11, 12 Jahre alt. Hattest du auch mal keine Hose an? Ich war 11, 12 Jahre alt. Lass mir mal eine schöne Geschichte nochmal erzählen. Erzähl du doch mal was. Du gibst mir doch das Stichwort. Ja, ich weiß, ich war 10, 11, 12 Jahre alt. Kein Scherz jetzt. Da war ich irgendwo in der katholischen Jugend im Zeltlager irgendwo in Österreich. Und da fiel irgendein Donald Duck-Interpret. Also wie heißt das, der nicht übersetzt, und Donald Duck zu übersetzen geht gar nicht. Irgend so ein Simultansprecher von Donald Duck fiel in irgendeinem Radiosender in der Nähe von Nürnberg, fiel aus. Und einer meiner Jugendleiter, so hießen die, haben wir gesagt, den können wir ersetzen. Wir haben hier so einen 12-Jährigen, der kann alles. Da sagten die Österreicher, gut, ein bisschen langsamer als wir, ne? Wie alles. Ja, der kann alles. Ja, auch Donald Duck, ja klar, hat er erfunden. Daraufhin war ich plötzlich in der Radiosendung. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Dann sagten die mir irgendwo, ich soll mal bitte das und das, was Donald Duck da gerade spricht, sagen. Sag ich. Und schon war ich im Programm. Habe ich gesagt, Donald Duck kann der auch noch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also wenn du damit kein Geld verdienen kannst, dann weiß ich nicht. Da habe ich meine erste Million nicht verloren. Ja. Super geil. So musst du mal eine ernste Unterhaltung, weißt du, du kommst irgendwo rein, was weiß ich, im Casino, wollen Sie Chips? Klar, der Scheiß ist der im Casino, ob ich das wirklich mal gemacht habe. Ente gut, gut. Ja, muss auch drauf. Wenn die Programme nicht drauf hast, kannst du arbeiten gehen, du kennst das doch, oder? Der Hennes Bender kann zum Beispiel original SpongeBob nachmachen, das ist unglaublich, SpongeBob. Schwammkopf, das ist eine Kinderserie, wenn du irgendwann mal Kinder adoptiert hättest. Du das? Und zwar geht alles unter Wasser ab. Also das ist klasse. Und der, wie heißt das? Schwammkopf? SpongeBob. Aha, der ist richtig, ne? Und übersetzt heißt es wohl auf Schwamm an sich. Schwamm quasi, ja. Ja. Und diese Sendung, und der Hennes Bender kann das Original. Und wenn du jetzt, also der braucht gar keinen Text mehr dabei haben, der braucht nur so zu sprechen. Und dann lass dich kaputt. Deswegen, das ist wirklich, da können nicht viele mit dem undeutlich sprechen. Das liebe ich dann so. Wenn du mitten im Satz gehst, aber das ist nicht irgendwann. Ne? Das ist eine Pause. Dann mache ich grundsätzlich einen Trainingslager. Immer dann kommen da die ganz schlauen Kerle an, also, und dann. Letzte Glas, die Mannschaft ist im Bett, üblich 10:30, ne? Bettruhe, was die da machen, ist scheißegal, aber der Co-Trainer und meine Wenigkeit sitzen noch in der Theke. Ja, morgens und dann trinken wir nochmal, dann trinken wir nochmal ein Gläschen Rotwein und noch eins und noch eins und dann irgendwo, hast du mal eine Idee, da kommt die Kellnerin an und bitte ganz höflich sagen, Herr Neuro, hätten Sie noch gerne was? Sag ich, hätten wir noch eine Reisbar noch. Bitte? Ich hätte gerne noch eine Reisbar, machen Sie bitte ohne Eis. Bitte? Ja, eine Reisbar ganz normal, aber ohne Eis, weil ohne Eis kriegen wir Sodbrennen von. Wie, aber was wollen Sie, bringen Sie jetzt, aber ist gut. Zwei Minuten später kommt die wieder und bringt mir irgendeinen Scheiß daher. Sag ich, wer hat das denn bestellt? Ja, Sie haben nur gesagt, was habe ich gesagt? Die wollen einen Reiswein, aber ohne Eis. Ich habe Reiswein damit nicht gesprochen. Die wollen einen Reiswein. Ein Reiswein war ohne Eis. Das sind die Nummern. Aber ich kriege die Mannschaft ja nicht mit. Ja. Gut, glücklicherweise. Aber wenn der Mannschaft so sagt, pass auf, ich mache dir 5 Gen an, ich bin. Aber wenn ich einen sehe, der mobbt, ist ein enorm, so verhindert. Na klar. Da stehen die da, der eine rennt da, der andere holt ein Hütchen. Das ist super, aber da muss das nächste Spiel gewinnen. Wenn du das verlierst, dann hast du mit den Ochsen sagen der Presse, unser Trainer. Sprich nicht unsere Sprache. Vor dem Spiel gegen Bayern München, gerade aufgestiegen mit Saarbrücken, vor dem Spiel gegen Bayern München, ausverkaufter Ludwigspark, merke ich, die Jungs sind richtig heiß. Weil die gestern wenn die in die Kabine wieder reinkommen, nach dem Warmmachen noch 3 Sprüche machst, was du normalerweise machst, dann gewinnen die nicht nur das Spiel, die bringen aber 4, 5 Spieler von Bayern um. Also habe ich gesagt, ach du Scheiße, muss man ein bisschen auf ruhig machen, schön auf ruhig. Und mein Co-Trainer, der hat nicht unbedingt den tiefen Teller erfunden, auch nicht das 1x1 erfunden, aber der hat ein bisschen Menschenkenntnis. Aber ein Typ, der wusste, was Sache war. Und der erzählt einen versauten Witz. Der Witz war super klasse. Ja. Und in der Mannschaft guckten die alle auf mich, nicht auf den, der den Witz erzählte, dachten, der Alte schmeißt ihn jetzt raus. Ja. Daraufhin habe ich dem Kapitän gesagt, du, erzähl auch mal einen, der war Weltklasse, oder? Ja. Trainer bei Bayern München. Ich sage, scheiß mal auf Bayern München. Pass auf, raus. Wir haben die Bayern schwindelig gespielt und so weiter. Da war die letzte taktische Vorbesprechung und die letzte Motivation. Jetzt spielen wir glücklicherweise 1-1. Ja. Haben die Bayern schwindelig gespielt, als Aufsteiger großartig, Stimmung, ganz Saarland tobte und wunderbar, wie ein Meister geworden. Ja. Und nach dem Spiel fragt mich ein Journalist, und ganz schlauer, ne? Ja. Herr Norbert, also Ihre Ansprache, letzte Ansprache, die hätte ich gerne gehört. Ja.
Also das muss ja im psychologischen Bereich auf höchster Ebene gewesen sein. Sensationell, wie sie die Mannschaft eingestellt haben. Ja. Also, innerlich habe ich gedacht, du Penner. Wenn du gewusst hättest, dass dir einen super geilen, versauten Witz erzählt hätte, der reicht für Bayern München. Ja. Ja, gut. Was meinst du, warum war die Truppe auf Manndeckung ging? Aber jetzt stell dir mal vor, das Spiel verlierst du 5-0. Ja. So, und dann hast du ein paar Leute auf der Bank sitzen, die keine Auflaufprämie kriegen, die so einen Hals auf den Alten haben, auf den Trainer haben. Ja, die sagen der Presse sofort nach dem Spiel, ist kein Wunder, dass wir heute 5 Stück gekriegt haben, denn der Trainer lässt ja nur Witze erzählen. Kennst also gleiche noch? Maßnahmen, gleiche... Nee, leider keine Witze, nur von dir. Deswegen kann, war nur damals Erfolg, oder was? Nur damals, ganz genau. Nur nach dem Spiel. Aber das ist eine Sache der Wahrnehmung, ne? Großartig, und was du da gemacht hast, und welche Motivationshilfen und Superklasse, reden alle von. Ja. Bei gleicher Sache, beim anderen Ergebnis, bist du der größte Scharlatan. So bist du der große Psychologe, und so bist du der größte Scharlatan. Meinst du, wie froh ich bin, dass ich Einzelkünstler bin? Genau, du bist alleine. So, wenn die Leute zum Auftritt kommen, alles klar, und lachen und so weiter, habe ich alles gemacht. Mir redet da keiner rein. Wenn ich sage, der Witz ist gut und keiner lacht, der ist trotzdem gut. Genau. Du kannst doch nichts dafür, dass die anderen nicht verstehen. Ja, der ist ein Knaller. Genau. Pass auf. Knaller. Ja, ja. Und dann weiß ich, dass ich alles richtig mache. Ich erzähle manchmal Witze auf der Bühne, wo ich genau weiß, es wird nie einer lachen. Aber du ziehst da durch. Ich zieh da durch. Weil das da ist ein Knaller. Ja. Wie die Frau zu dem Mann sagt, Schatz, ich habe deinen Laptop kaputt gemacht, deswegen habe ich dir Kekse gebacken. Und er, du hast was? Ich habe dir Kekse gebacken. Hör mal, der guckt nämlich an. Ja, gehen zwei Dome oder mehr oder weniger Dome, von mir aus der Intellektuelle durch die Wüste, sagt der eine zum anderen, halber an, warum? Ich habe Sand im Schuh. Ja. Ich finde den Weltklasse. Ja, was willst du sonst in der Wüste erwarten als Sand? Ja. Und dann am Schuh. Ja, ich verstehe den. Ich finde den klar, du sagst ja auch. Bei dem einen dauert er leer, bei einem kommt gar nicht, aber ich finde den riesig. Ja, es gibt welche, die kannst du erzählen und dann gucken die dich an und du weißt ganz genau, nein, scheinbar ist das nur dein Humor, aber der ist gut. Genau, dann müssen die anderen erstmal begreifen. Und wenn ich das weiß, weiß ich genau, ich erzähle ihn und diesen Witz kannst du dann auch anders erzählen. Ja? Dann musst du den eben umdrehen. Ja? So, dann musst du eben erklär mal, wie drehst du Witze? Ja? Es gibt Witze, die kannst du unterschiedlich erzählen. Ja? Oder aus der unterschiedlichen Sicht. Da sagt die Frau, da sagt der Mann. Oder sagt der Mann, da sagt die Frau. Du kannst das drehen, wie du willst. Ja? Ich sage immer, ich habe eine Reise gewonnen nach Mallorca, 2 Tage für 14 Personen. Merkst du was? Ne? So. Zwei Sachen gedreht und passt. So einfach ist das. Jetzt geht er los mit der Rotationsmaschine. Aber hier ist Ruhe. Ja, man überlegen gerade. Wo ich nicht mal was noch machen. Du musst natürlich immer wissen, zu welchem Punkt du anfängst zu lachen. Nein, wenn ich auf der Bühne zum Beispiel lache, lache ich ja nicht. Glaub mir, ich kenne die meisten der Witze, die ich erzähle. Aber ich reagiere auf Reaktion. Ja? Mhm. Da ist irgendjemand, der nässt sich gerade ein, der kriegt sich über irgendwas nicht mehr ein. Ja, und du weißt ganz genau, alles klar, Notarzt. Nee, aber der ist da die ganze Zeit, der ist am Heulen vor Lachen. Und das merke ich. Und dann denken andere, warum lacht der Kritz denn selber? Der hat dir doch gerade selber erzählt. Weißt du, ja, der kennt den sogar. Und das ist schön. Das ist für mich genauso, wie du einen Sieg feierst mit Saarbrücken gegen Bayern. Unentschieden. So weit bin ich schon abgesunken. Ja. Die Geschichte ist schlechter geworden. Die Scheiße. Hätte ich den Witz erzählt, hätte man gewonnen. Genau. Ja, genau. Saarbrücken war das Wasser auch nicht lange, ne? 2 Jahre. Ja, aber war intensiv, Ja. Die Steuerschuld, die ich danach hatte, war so groß. Ja. Da muss ich 10 Jahre weiter in der Bundesliga für arbeiten. Ich hatte einen Auftritt in Saarbrücken, habe ein Hotel gekriegt und die Halle war gegenüber und irgendjemand hat aber bei mir Ludwigspark reingeschrieben. Dann bin ich ins Stadion und konnte mich frei bewegen. Da war keine Sau da. Ja, da war zu meiner Zeit nicht. Und dann habe ich nur, gemerkt, hier findet bestimmt kein Auftritt statt. Da hat meine Managerin nochmal angerufen. Ach, du warst und, in der Saarlandhalle? Ja, und die war hinter Ludwigspark, oder ist hier? Genau, und ich habe gedacht, der Auftritt wäre in der Saarlandhalle. Nein, der war genau gegenüber meines Hotels, aber ich habe, glaube ich, insgesamt hin und zurück 40 Euro Taxi bezahlt. Da war ja schon weil falsche Info da drin stand. Und ich stehe im Stadion von Saarbrücken und denke so, ich finde die Halle nicht. Und dann bin ich in so eine Kneipe da rein. Nee, das ist da und da. Ach so, ja gut, Taxi bestellt, alles klar. Ach, Hotel ist da. Das ist Saarland. Also, das könnte ich auch ein paar schöne Geschichten. Übrigens kommt der nächste Dart-Weltmeister aus dem Saarland. Da kann ich mir vorstellen. In Saarland wird auch Fettler mit O geschrieben. Ne?
Bei einigen. Nicht von allen, aber von einigen. Ich mag den Heinz Becker zum Beispiel, Gerd Dudenhöfer zum Beispiel. Dudenhöfer, ja, der hat einen guten Spruch drauf. Oskar Lafontaine habe ich auch schon ein paar Mal kennengelernt. Ja, der hat mal aus dem Puffler was geschrieben, ne? Und Rosa Haus heißt das. Rosa Haus. Stimmt. Direkt hinterm Ludwigspark. Das sind Insider. Wir waren dabei. Freunde der Zeit. Wir beide, wir sehen uns ja, wir laufen uns ja eh immer. Die nächste Champions League werden wir wohl wieder. Wir werden, du wirst mit dabei sein. Du wirst mit dabei sein. Ich werde es moderieren. Ich drohe unser Publikum bei Sport 1 schon mal an. Ja. Gut. Ich hoffe, dass das wieder so eine illustre Runde wird wie damals und wie heute. Möchte mich hier nochmal bei Ansgar Brinkmann entschuldigen, den ich wohl nicht zu Wort kommen habe lassen. Jetzt gab Fanpost ohne Ende, also war wenig. Also das muss ich mir angucken, die Nummer muss ich mir angucken. Ansgar Brinkmann, der Genie, also den nicht zu Wort kommen zu lassen. Tatsächlich, der kam bis zum Konsonanten Vokale gar nicht mehr geschafft. Der hat immer noch... Ja, das passiert mal. Nee, aber ich musste mal selber was loswerden. Habe ich ja selten meinen Podcast. Ja, aber freuen wir doch. Also aber gut. Achso, ich schütte dir gleich noch mal ein. Ja, hier kriegt man Getränke mit Schaum nach unten. Ja, super. Hier gewinnt der Wein, der schraubt. Peter Neuro, Markus Krebs, es war mir ein Fest. Es war mir ein großes Vergnügen. Tschüss. Hallo, hier ist Markus Krebs. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost.